Wenn man sich über ein Thema informiert, so wie Sie das hier jetzt mit dieser virtuellen Vorlesung tun, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob es nicht andere, einfachere Wege gibt, das in Erfahrung zu bringen, das kennenzulernen, was man wissen möchte. Früher tat man das, indem man Bekannte gefragt hat, wenn zu Hause Konversationslexika im Wohnzimmer standen. Man ging zu Vorträgen oder aber man besuchte Kurse, etwa an Volkshochschulen. Nun, wer das jemals probiert haben sollte, solche Konversationslexika anzuschauen, der wird bemerkt haben, dass diese Artikel meistens sehr kurz und fast nichtssagend sind und dass sie dann, wenn man sie nachschlägt, manchmal schon 20, 30 Jahre alt sind. Denn wenn man einmal ein solches Lexikon angeschafft hatte, dann musste das viele Jahrzehnte im Wohnzimmer stehen. Man konnte sich nicht immer alle paar Jahre eine Neuauflage anschaffen. Abgesehen davon gab es solche Neuauflagen auch nur alle 20, 30 Jahre. Wenn man also etwas Genaueres wissen wollte, musste man eben in Vorträge und Kurse gehen, um sich das angucken. Oder manche taten auch, gingen auch einen anderen Weg. Sie gingen in die Stadtbibliotheken, die es ja überall gab, und stöberten dort und fanden die Bücher oder auch nicht, wenn sie gerade ausgeliehen waren. Heute ist die Situation anders. Heute trägt jeder das Internet jederzeit bei sich, gewissermaßen in der Hosentasche oder in der Handtasche, und zwar vor allem derzeit über Smartphones, aber eben auch über Tablets. Und damit ist es möglich, wenn man denn einen Internetzugang gerade in dem Moment hat, wenn man etwas wissen will, kann man über dieses kleine Gerät das gesamte Weltwissen sich erschließen. Und alles, was die Menschheit weiß und im Internet hinterlegt hat, das ist schon sehr viel von dem, was die Menschheit weiß, hat man im Grunde an jedem Zeit, an jedem Ort und zu jeder Zeit die Möglichkeit, das zu machen. Der Weg geht über Suchmaschinen. Und die meist genutzte Suchmaschine in Deutschland ist Google. Und manche gehen auch direkt auf das, auf die Nachfolge der Konversationslexika auf Wikipedia. Gerade auch bei pädagogischen Fragen suchen viele Leute direkt in Wikipedia, weil sie glauben, dass diese Artikel dort ihnen einen ersten richtigen Zugang geben. Die Frage, die sich nun also stellt, dadurch, dass wir diesen Zugang zum Weltwissen auf diese Weise haben, kann man sich eigentlich den Kauf von Fachbüchern oder das Absolvieren von Kursen ganz sparen? Die Antwort ist leider nicht ganz so eindeutig. Der erste Teil der Antwort lautet, wer schon etwas weiß von einem Gebiet, wer das Wesentliche schon weiß, der kann sich zuverlässig im Internet weiter informieren, weil er in der Lage ist oder sie, seriöse von unseriösen Informationen zu unterscheiden. Und, das muss festgehalten werden, die meisten Informationen, die Sie im Internet finden können, sind unseriös. Sie sind also nicht vertrauenswürdig. Sie können stimmen, aber sie können eben auch falsch sein. Wer aber von einem Thema noch nicht viel weiß, der kann eben diesen unseriösen, diesen falschen oder einseitigen Informationen aufsitzen. Und wer nicht weiß, ob er was weiß, der kann das nicht entscheiden. Das ist die Schwierigkeit bei diesem Informationsweg. Die Antwort, ich komme gleich noch darauf zurück, die ich Ihnen geben kann, ist, es gibt natürlich Hinweise, die man aber nur kennen kann, wenn man schon etwas weiß, wo man geprüfte Informationen finden kann, nämlich auf dem Fachportal Pädagogik. Andere Antworten finden sich auch, wenn man die Google-Suche erweitert mit dem Zusatz Bücher. Dann kommt man nicht auf Internetseiten, auf Blogs und alles Mögliche, wo die Menschen über Erziehung skurrile Dinge vertreten, sondern auf Bücher. Und bei Büchern ist es so, dass immerhin vielleicht 60-80% vertrauenswürdig sind. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, wie ist denn die Qualität der Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia zu Fragen der Erziehung und Bildung? Die Antwort ist, es gibt zu fast allen Fragen Artikel, man findet also etwas, also auch zum Beispiel zu Erziehung und Bildung, und zwar ausführliche Artikel, und alle Textteile dieser Artikel sind mit den Quellen richtig belegt. Also sie sind auf jeden Fall nicht falsch.
Aber, und das zeichnet auch die beiden Artikel Erziehung und Bildung im gegenwärtigen Zustand aus. Sie wissen vielleicht, dass das sich auch immer wieder ändert, wenn Leute neu etwas hineinschreiben und dass man immer nur Aussagen machen kann über den Zeitpunkt, wo man diesen Artikel angesehen und aufgerufen hat. Also für die Artikel, die nun in letzter Zeit angeguckt worden sind, Erziehung und Bildung, wir befinden uns im Jahr 2014, sind dadurch charakterisiert, dass Wichtiges fehlt, dass die zitierten Autoren zwar existieren, dass sie aber im Fachdiskurs, also unter den Kollegen, fast unbekannt sind oder randständig, also nicht wichtige Positionen vertreten, oder sie vertreten sogar allgemein abgelehnte Positionen. Und insofern hilft es also nicht zu sagen, ja, da gibt es aber doch eine Quelle. Hier zeigt sich also nun, wie so oft im Leben, Halbwissen ist tödlich. Ich komme noch einmal zurück auf das, was ich eben schon angedeutet habe. Das Fachportal Pädagogik, hier ist die Internetadresse. Ich erläutere Ihnen, was dahinter steckt. Dies ist ein geprüftes Portal, in dem Informationen gesammelt werden von Fachleuten über den gesamten Bereich, also alles, was das Internet zur Pädagogik weiß in Deutschland, wird dort grundsätzlich erschlossen. Und die wichtigste Funktion ist das Fachinformationssystem Bildung. Da gibt es eine Suchfunktion, da können Sie ein Wort einfach eingeben und dann werden Sie auf fachlich seriöse, auf von anderen Kollegen geprüfte Beiträge, das sind Bücher und Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Sammelbänden geführt, in denen Informationen zu finden sind, auf die Sie sich dann in jedem Fall beziehen können. Auch da gibt es natürlich gelegentlich abseitige und skurrile Positionen. Das merken Sie aber, wenn Sie statt einem Buch 3 oder 4 oder 5 oder 10 lesen, denn die verweisen immer alle untereinander aufeinander und dann werden Sie merken, dass 9 Bücher zitiert werden und eines nie und im 8. steht dann vielleicht drin, das Buch nimm bitte nicht in die Hand, weil es Fehler enthalten hat. Und nach einem ähnlichen Verfahren kann man eben auch mit der Zusatzfunktion Bücher von Google arbeiten.